Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Te-Amo-Legung hier für dich. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch für die wundervollen Kommentare, Likes, E-Mails, Abonnenten. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich, was möchte ab dem jetzigen Zeitpunkt, wann auch immer du diese Legung schaust, auf dich zukommen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete, einmal auf der Webseite. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung einmal übergehen. Schauen, dass ich das hier gleich noch etwas umstelle, damit das auch alles hier drauf passt. Ich werde das jetzt tun, damit du gleich alles ganz gut sehen kannst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte jetzt auf dich zukommen? Wir haben hier einmal für dich, folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Also ich sehe hier viel, was in Form, wenn du Single bist, geschieht. Und ich sehe auch viel, was hier mit einer heimlichen Verbindung im Zusammenhang deiner steht. Allein die Zeit wird es zeigen. Hier gibt es einen Wandel. Ja, ich bekomme das hier, das wie die Polverschiebung, dass hier etwas stattfindet, was sich dreht. Ja, ich bekomme hier wie eine Sanduhr, die sich dreht, eine gewisse Zeit, die abläuft, eine gewisse Zeit, die abgelaufen ist. Nicht in Form, dass du Bedenken hast, Sorgen hast. Nein, hier geht es darum, in die Energie zu kommen, sich aus Dingen zu befreien, wo du dir Sorgen machst, wo du Druck hast. Weil ich sehe hier etwas, was hier gerade geschieht, wo man in Dingen, also einmal mehr und mehr, in sich hineinspürt und seinen Herzenswünschen, sprich seiner Seele, folgt. In Bezug, was ich reinbekommen hatte mit der Sanduhr, dass sich hier etwas dreht, dass etwas bei dem einen oder anderen stattfindet. Das kann jetzt bei dir sein oder bei deinem Gegenüber sein, insbesondere wenn du hier eben für deinen Seelenpartner, Wunschpartner, Wunschpartnerin diesbezüglich auch schaust. Auf Singles gehe ich gleich einmal ein, dass die Sanduhr im Sinne von, was durchgelaufen ist, also wenn es voll ist, ja, wenn du die Sanduhr gedreht hast und es ist voll einmal, dass keine Zeit mehr verschwendet werden möchte. Ja, das bekomme ich in der Energie, was sich für die Seelenpartnerschaft zeigt, weil wir haben in Bälde, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Und hier zeigt sich etwas aus einem vergangenen Leben. Du bist hier sehr stark mit einer Person in der Verbindung, wo ihr euch aus einem früheren Leben schon kennt. Ja? Auch jemand, den du vielleicht aus der Vergangenheit kennst. Aber ihr seht hier etwas, was in der Inkarnation liegt, mit einer Person aus einem vergangenen Leben. Gleichzeitig, wenn du Single bist, nochmal zurück, was die Sanduhr beinhaltet. Die Zeit, dass du keine Zeit mehr verschwenden möchtest. Das heißt, hier kommt Energie. Ja? Also es kommt Energie, die sich bei dir zeigt.
Du wirst in eine Energie kommen, die dir immense Kraft und Power bringt. Ja, das bekomme ich hier einmal. Also sowohl als auch. Wir haben hier die riskante Versuchung, der Schein trügt. Ist einmal in der Gegebenheit, wo es hier für den einen oder anderen beinhaltet, dass man sich geirrt hat, getäuscht hat, wo man ja einem Schein unterlegen war, wo man nicht geglaubt hat und nicht gedacht hat, wo man nicht entscheidungsfähig war. Gleichzeitig auch keine riskanten Versuchungen mehr sich hinzugeben. Das sehe ich hier einmal auch. Ja, weil wir haben hier ganz, ganz viele Botschaften, die ich hier bekomme, dass es sowohl als auch hier der Weg jetzt für dich eröffnet wird. Es wird sich ein Weg zeigen. Ich sehe, dass du vor einem Weg stehst, der Entscheidung. Und der Weg bekomme ich für den einen oder anderen. Das kann hier einmal in drei verschiedene Richtungen gehen. Ja? Aber letztendlich kann man nur einen Weg folgen. Das heißt, hier kommt eine Wandlung im Sinne von, was möchte man? Ja? Das ist hier um gravierende Entscheidungen diesbezüglich auch geht. Dass man hier mehr und mehr erkennt, das dritte Auge, die Zirbeldrüse ist hier geöffnet. Du wirst erkennen in einem Past Life, was es beinhaltet in eurer Verbindung, was hat sich hier danach gezeigt. Wir haben Leichtigkeit, Verspieltheit, dass hier etwas in der Gegebenheit ist, wo man bislang keine Entscheidung diesbezüglich treffen konnte. Auch wenn du hier Single bist, auch mit der Karte, bleib dir selbst treu, dass du in Gegebenheiten kommst. Mehr und mehr jetzt Schritte diesbezüglich deiner Zukunft, sprich Gegenwart, was gerade bei dir in deiner Person, in deiner Seele stattfindet. Ja, dass man hier bewusst seinem Weg jetzt der Seele folgen möchte. Einmal nochmal zu dieser Karte. Vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und hier geht es um Dinge, wo man nicht sehen konnte, wo ein Schleier vor Augen war. Hier geht es um Dinge, wo man nicht erkannt hat. Hier geht es um Dinge, wo man jetzt in die Vergebung geht, ja, wo man wirklich die Vergangenheit komplett loslässt, um hier in einen Neustart diesbezüglich eben auch zu gehen. Also ich sehe hier ganz klar die Gegebenheiten, die einst stattgefunden haben, durch eine Partnerschaft, durch Personen, Situationen, immer und immer wieder in deinem Leben stattgefunden habe, wo du jetzt in die Vergebung gehst, ja, und in die neuen Möglichkeiten gehst, sprich mit dieser Person in Möglichkeiten gehst. Ich sehe diese Person, dass bei dem einen oder anderen diese Person definitiv schon da ist. Nur wichtig ist hier eben die Vergangenheit, irrelevant, was einmal geschehen ist zwischen euch, was einmal bei dir geschehen ist, was einmal bei ihm oder ihr geschehen ist, diesbezüglich loszulassen, indem man noch einmal der Stimme seiner Seele, sprich Herzens, folgt. Wir haben hier den Narr. Der Narr spricht von Unabhängigkeit. Der Narr spricht aber auch gleichzeitig von No risk, no fun. Etwas einzugehen, was aber auch ein Wagnis beinhaltet. Ja, also der eine oder andere wird hier definitiv einen Schritt wagen und weiß letztendlich noch gar nicht, wo es hingeht. Aber es wird definitiv dahin gehen, wo es letztendlich, was dein Herz möchte, deine Seele möchte. Also deine Seele, was ich zu Anbeginn schon sagte, wo ich diese Wege sehe vor meinen Augen, dass etwas geschieht, wo es dich bewusst eben in diese Richtung schubst. Ja, so bekomme ich das hier rein. Dann haben wir hier einmal für dich die 7 Münzen. Also hier ist Eile. Hier ist in einer Gegebenheit nicht, aber auch vorschnell zu agieren. Ja, also es ist das, was ich zu Anbeginn schon reinbekommen hatte, dass die Zeit irgendwo abläuft. Und man nutzt jetzt hier die Chancen und Möglichkeiten. Dennoch solltest du nichts in diese Gegebenheit überstürzen. Ja. Dann haben wir das Ass der Münzen. Es wird sich eine Chance und eine Möglichkeit für dich bieten. Mit einer Person, die du bereits schon kennst, oder eine Person wird unmittelbar in dein Leben treten. Also einmal, wenn du Single bist und einmal eben diesbezüglich, wenn du hier in einer Seelenpartnerschaft eben auch schon bist. Ja, wo wir hier haben in Bälde, dass Entscheidungen getroffen werden und dass man hier so ein gewisses Risiko eingeht. Also man wagt etwas, entweder ja oder entweder nein. Ja, dass man eben seine Möglichkeiten jetzt so austesten möchte, ausspielen möchte. Ja, also nicht in Form des Spiels, sondern in Form, man nutzt seine Chance. Ja, also jemand möchte auch bei dir diesbezüglich diese Chance nutzen. Dann haben wir hier einmal die 6 der Schwerter. Hier sind es gewisse, ja,
Also man ist in einer Energie, wo man bislang sich irgendwie im Kreis gedreht hat. Man hat das Gefühl, man konnte nicht raus. Man war in seinem Terrain irgendwo gefangen. Ja, emotional sowie eben auch im Verstand, im Kopf sehr stark, also im Verstand sehr stark, dass man seitens des Kopfes entschieden hat. Also es ist definitiv hier eine Situation, wenn du es hier mit jemandem zu tun hast, dass aber auch beide in dieser Gegebenheit sind. Gleichzeitig aber auch, dass man hier jetzt mehr Chancen und Möglichkeiten nutzt, sprich für sich in diese Entscheidungen diesbezüglich auch geht. Wenn du diese Person schon kennst, kommt hier definitiv Kommunikation. Das ist hier zu sehen. Also hier ist eine Annäherung. Wenn du diese Person noch nicht kennst, dann kann es sein, dass man sich kürzlich erst irgendwie näher gekommen ist. Ja, dass ich das Ganze hier intensivieren möchte. Ich sehe hier nicht, dass man sich sehr, sehr stark näher gekommen ist, sondern eher, dass sich hier etwas diesbezüglich aufgrund der Chancen und Möglichkeiten intensivieren möchte. Wenn du diese Person schon kennst, das heißt, du wartest hier vielleicht auf Kommunikation oder ähnliches, sehe ich, dass diese Person bislang diese Chance und Möglichkeit diesbezüglich deiner nicht genutzt hat, weil ich sehe hier auch, dass du eben mit den Sieben der Schwerter, hier sind viele Emotionen, ja, Emotionen, die aber im Kopf stattfinden, dass hier eine gewisse Klärung noch bedarf, aber dass es auch hier um eine Situation geht, wo es um Absagen geht. Ja, das heißt, hier wurden Vorbereitungen getroffen und gleichzeitig bist du in diesen Gegebenheiten, wo man dir diesbezüglich abgesagt hat, hier nochmal zurückzuführen, die riskante Versuchung, ja, nicht zu überstürzen, hier auf dich zu schauen, auf deine Themen zu schauen. Und ich sehe bei dem einen oder anderen hier eben auch zwei Personen, da komme ich auch gleich zu. Hier nochmal zurück zu dieser Karte, dass es hier um Klärung und Kommunikation zwischen euch geht. Danach haben wir einmal diese Karte hier. Ich sehe, dass hier ein Treffen stattfindet, eine Begegnung stattfinden wird, Zufallsbegegnung stattfinden wird, womit du auch nicht gerechnet hast. Also irgendetwas geschieht jetzt in deinem Leben, wo du vielleicht noch mit Dingen beschäftigt bist, mit einer anderen Person. Ja, das kann bei dir sein oder bei deinem Gegenüber, dass hier etwas stattfindet, wo man sich zufällig einmal wieder begegnet, also auch diese Person, die du hier schon kennst, aber auch etwas, was hier in der Klärung liegt, zusätzlich nochmal mit einer Drittperson bekomme ich hier rein. Ja, also es wird hier unmittelbar eben stattfinden, wo man ja ein Risiko jetzt eingeht, ein Wagnis eingeht, auch dass man jemanden anspricht oder dass du angesprochen wirst. Ja, die Energien sind hier sehr, sehr stark, ja, auf Frühling eigentlich schon. Ja, und dass du dich nicht mehr mit Dingen definitiv befasst, wo man hier abgesagt hat, wo du gekämpft hast, ja, womöglich auch irgendwo in der Kommunikation oder ähnliches kämpfen musstest, ja, hier in den Vorbereitungen, all das, was ich schon sagte, das geht raus. Definitiv, ja. Also wenn hier etwas ist, dann wirst du jemanden begegnen, wo es dann um eine Entscheidung geht bezüglich noch einer Person oder vielleicht auch zwei Personen. Schau bitte individuell für dich, ja. Es kann hier auch sein, dass man hier absagt und diesbezüglich dir zusagt, ja. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Also schau da mal bitte. Ich sehe nur etwas, was hier diesbezüglich mit Dingen zu tun hat, wo du eben des Öfteren in den Vorbereitungen warst, wo du vielleicht auch gewartet hast, ob es die Kommunikation ist, ob es eine Verabredung war oder ähnliches. Ja, wo du jetzt für dich diese Entscheidung diesbezüglich auch treffen wirst. Die Hauptenergie hatten wir noch gar nicht. Es kommt hier etwas sehr, sehr Positives definitiv auf dich zu. Nochmal zurückzuführend einmal, was ich sagte mit den Sieben der Schwertern, also da gehst du raus, also du erkennst jetzt wirklich auch das, was du möchtest, was du nicht mehr möchtest, ja, wo man über deine Grenzen mehr oder weniger gegangen ist, ja, aber dennoch folgt man hier seiner Seele. Das heißt nicht, dass man hier so, weil ich sagte, hier zeigt sich eine Gegebenheit, wo man beidseitig im Verstand war. Ich sehe, dass mehr Herz und Gefühl diesbezüglich sich zeigen möchte in eurer Verbindung, allgemein in deiner Situation. Ja, das Ast der Stäbe steht hier, dass der Weg definitiv gegeben ist, dass der Weg auch bestimmt ist, in eine gewisse Richtung zu gehen. Deine Richtung kennst du diesbezüglich schon. Das bekomme ich hier sehr, sehr stark rein. Dein Gegenüber kennt die Richtung. Und gleichzeitig ist es eine Situation, die hier definitiv auch mit Hochzeitverbindung und Ähnlichem zu tun hat. Wir haben hier dieses Strumpfband darauf. Also hier die Karte repräsentiert es dann auch nochmal. Hier kommt eine Überraschung auf dich zu.
dazu. Es ist hier etwas, was mit einer Verlobung zu tun hat, mit einer Feierlichkeit zu tun hat. Etwas Wertvolles kommt auf dich zu. Es kann wirklich sein bei dem einen oder anderen, dass es sich hier um eine Hochzeit, Verlobung diesbezüglich handelt. Ja, was diese Karte hier repräsentiert, diese Karte hier auch nochmal. Gleichzeitig aber auch, wenn du eine Person noch nicht kennst und du bekommst hier plötzlich einen Antrag, dann solltest du bitte schauen. Ja, dann ist es die riskante Versuchung. Des Weiteren, das Ass der Stäbe, auch nochmal die Möglichkeit, wir haben hier vier Fenster, ja, im Metaphorischen gesprochen, was ich denn vorher mit den Wegen beschrieben habe, dass hier etwas geschieht, wo dir entweder jemand über den Weg läuft oder aber auch, dass die Richtung jetzt mehr oder weniger erkannt wird seitens deines Seelenpartners, Wunschpartners, ja, deines Gegenübers oder deiner selbst eben auch, wenn man hier noch in einer Verbindung oder ähnlichem eben diesbezüglich auch ist. Das Ass der Stäbe ist hier der Neubeginn in Dingen, wo man eben jetzt sich der Situation stellt. Das heißt, so wie es in der Vergangenheit eben war, dass man diesbezüglich die Vergangenheit so nicht mehr möchte. Das heißt, Streitigkeiten, Konflikte oder ähnliches oder Absagen oder Dinge, die dann immer wiederkehrend diesbezüglich waren in Form der riskanten Versuchung. Und nochmal zurück, was ich hier bekomme. Also wenn ihr euch schon länger kennt oder ähnliches, eine Verlobung, eine Hochzeit, aber auch ein Geschenk bekommt. Hier kommt jemand mit einem Geschenk auf dich zu und dann könntest du vor einer Entscheidung gehen. Es ist etwas Wertvolles, was man dir übermitteln möchte. Ja, das kann bei dem einen oder anderen ganz, ganz groß sein. Das kann bei dem einen oder anderen aber einfach in diesen Dingen geschehen, was mit Worten zu tun hat. Ja, es ist dennoch etwas Überraschendes. Etwas sehr, sehr Überraschendes wird sich hier ereignen. Es wird sich hier auch schnell ereignen. Es wird sich plötzlich ereignen. Es wird sich dann ereignen, wann du eben auch nicht damit rechnest. Es ist etwas hier bei dem einen oder anderen, was bei der Arbeit stattfindet. Ja, also entweder könnt ihr euch über die Arbeit, ja, schau mal, Internet, Social Media, Öffentlichkeit, eine Situation, wo man sehr viel Wertschätzung dir auch entgegenbringt. Ja, das bekomme ich hier rein. Noch einmal, es ist etwas, womit du gar nicht gerechnet hast. Also es ist etwas Plötzliches und es muss hier nicht bei dem einen oder anderen über das Berufliche sein oder ähnliches, sondern es ist hier etwas, was hier dich perplex macht. Also es ist hier gerade mit der Gegebenheit, wo du eben gar nicht mit gerechnet hast. Und das zeigt hier einmal, schau mal, hier kämpft jemand mit sich. Hier kämpft jemand mit sich und seinen Gefühlen, aber kommt hier trotzdem in Bewegung. Ja, wir haben hier den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist sehr feurig, sehr temperamentvoll, aber kann sich hier bei dem einen oder anderen etwas im Gigolo-Verhalten eben auch zeigen. Ja, das heißt, du könntest hier mit jemandem zu tun haben, wo diesbezüglich auch andere Chancen und Möglichkeiten genutzt wurden, aber auch diese Person erkennt, weil wir haben es in der Entscheidung. Also es muss nicht sein, dass du diesbezüglich in Gegebenheiten warst, entweder ihr beide, ob man noch in einer Partnerschaft ist oder aber auch nicht. Ja, ich sehe zumindest, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der hier diesbezüglich sein Leben leben möchte. Ja, also sein Leben diesbezüglich auch lebt oder mehr oder weniger hier in dieser Unabhängigkeit und Freiheit diesbezüglich das genossen hat, teilweise genießen möchte, aber hier diesbezüglich diese Entscheidung trifft. Die Entscheidung liegt hier, das kommt. Hier ist es nur so, wir haben hier die Stärke in umgekehrter Lage und hier quält man sich. Schau dir bitte diese beiden Karten an, die Stärke in umgekehrter Lage. Also man kämpft vehement dagegen an, man kämpft vehement gegen seine Gefühle an. Wir haben hier das Ass der Kelche, die Gefühle überkommen einen mehr und mehr und mehr. Und letztendlich trifft man hier die Entscheidung. Wir haben hier auch die Vorbereitungen, die sich hier zeigen. Ja, dass man sich vorbereitet, vielleicht hier auch noch für den einen oder anderen sich eben Unterstützung holt von einem Freund. Man fragt, ja, das bekomme ich hier auch gerade rein, wie soll ich genau in die Vorangehensweise gehen? Und dann kommt hier diesbezüglich Bewegung. Die Bewegung ist hier zu sehen. Ja, also mit absoluter Sicherheit. Lass dich hier überraschen, was auf dich zukommt. Es ist hier etwas in der Kommunikation. Es ist etwas in der Überraschung als Geschenk, als Nachricht, als etwas, wo man dir jetzt etwas näher bringen möchte. Und zwar etwas näher bringen möchte, worüber man in der Vergangenheit noch nicht gesprochen hat. Ja, schau mal bitte. So, meine Liebe, mein Lieber.
Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.